So, da sind wir bei The Last of Us. Weiter geht's. Und mir ist gerade eben aufgefallen, ihr Pulli sieht aus wie Eis. Schoko, Vanille, Erdbeer. Das ist ultra lecker. Lass uns weitergehen. Wir sind im Wasserkraftwerk angekommen und haben die erste Hürde hier unten, diese Schleuse, überwunden und sind auf dem Weg zu Tommy, seinem Bruder, der, wie wir mitbekommen haben, nicht so gut auf uns zu sprechen ist. Er will unsere Fresse nie wieder sehen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob uns letztendlich wirklich auch helfen wird, wenn wir da mal ankommen sollten. Gucken wir einfach mal. Wir sind, by the way, allein unterwegs, falls ihr es nicht mitbekommen habt beim letzten Mal. Henry und Sam haben es nicht geschafft. Ich drücke es jetzt mal einfach so aus. Ja, Sam hat sich verwandelt. Er wurde wahrscheinlich dann auf dem Weg durch den Kanal irgendwie erwischt, gebissen, gekratzt, wie auch immer. Henry hat ihn erschossen und danach sich selber. Keine schöne Situation. Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Na, wunderbar. Können wir da nicht irgendwie... Ich würde lieber bergsteigen, als durch so eine enge Fabrik zu latschen, mit der Gefahr, dass da irgendwelche infizierten Arbeiter, die sehr, sehr große Rohrzangen dabei haben, rumlatschen. Oh, Zusätze. Ja, damit. Wie viel habe ich eigentlich mittlerweile? 40. Medikits schneller einsetzen. Jupp, warum eigentlich nicht? Lass mal das hier ganz kurz upgraden, dann gerade in schwierigen Situationen, in schwierigen Kampfsituationen, wenn wir wirklich mal Energie brauchen, einfach zwischendurch, könnte uns das einfach mal den Arsch retten. Das ist eine Humvee, aber der ist auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen. Das sieht aus wie eine Karte von der Fabrik, oder? Eine Karte des Kraftwerks. Lass mal schauen, wo sind wir denn gerade? Wir sind da rechts unten, glaube ich. Jupp, das sieht aus, wie wenn wir da rechts unten wären. Karte des Kraftwerks in Jackson County. Okay. Wollen wir mal. Und hier ist noch ein... Was war das denn gerade? Was, ein Lappen oder ein Zettel? Das war ein Lappen einfach nur. Ich dachte, das ist irgendwie eine Notiz oder so. Scheinbar nicht wirklich. Gehe ich erstmal noch kurz ein bisschen Containern? Nein? Okay, nichts, was ich brauchen kann. Hat er gerade einen gepfiffen? Oder werde ich hier paranoid, bevor wir überhaupt drinnen sind? Was zur Hölle? Ich habe gerade... Ich hätte schwören können, ich habe gerade irgendeinen gehört, aber... Ich kann mich auch gehört haben. Ich hoffe einfach mal, dass ich mich irre. Au, ich habe mich nicht gehört. Die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort. Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. What? Er ist mein verdammter Bruder. Oh, Tommy. Schau an. Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Oh. Hallöchen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, ne? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Oh ja. Und wie? Awesome. Boden oder so? Irgendwas? Völlig egal. Okay, er ist doch nicht so schlecht auf uns zu sprechen, wie ich gedacht habe. Das ist schon mal was sehr, sehr Gutes. Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Okay. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Ihr habt ein verdammtes Pferd? Oh, Mann. Holy shit. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Okay. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Okay. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Willst du denn reiten? Wer nicht? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Gutes Pferd. Danke, Tommy. Kein Ding.
Okay, weiter mit der Führung. Gibt's Lasagne oder? Nein? Na gut, ab dafür. Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Nach Hause gehen? Blöde Frage, wo wohnt er? In dem ausgehöhlten Baum da drüben, oder? Wenn der in dieser Wohnsiedlung wohnt, wo wir vor Ewigkeiten waren, im Sommer, glaube ich, die ist abgefackelt, by the way, nur so, aber okay, was soll's. Wahrscheinlich wohnt er in irgendeinem Teil des Kraftwerks hier, denke ich mal. Maria! Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Ich meine, das ist das sechste Mal, dass ihr es mit diesen... Wenn es sein Bruder ist, dann wird sie ihr wohl nichts antun. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Werden ja wohl keine Kannibalen sein. Oder doch, Tommy? Da. Ich hab einen Bogen, pass auf, Mann. Ich hab da was für dich. Okay. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das... Was ist das denn, ein Foto, oder? Oh ja. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Er möchte es gar nicht in seiner Nähe haben. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Okay, ich muss mal schauen vorher ganz kurz. Vielleicht klappt es mit der Turbine, was auch immer die da vorhaben. Und sind ein paar Leute am Schlafen. Okay. Scheinen einige zu sein, die hier in dem Kraftwerk sind. Also nicht nur irgendwie 3, 4. Ich gerade am Eingang gedacht, ich komme gleich, ich schaue mich mal da hinten um, vielleicht habt ihr irgendwas dabei, was ich klauen könnte. Oh ja, da blinkt irgendwas, ich nehme es voll, aber volle Kanne werde ich es mitnehmen. Ammo, der gute Alkohol. Einzelteile. Sprengstoff, muss ich irgendwas basteln? Ah, nicht so wirklich. Nicht so wirklich gerade. Oh, sehr gut, Zusätze. Kann man immer gut gebrauchen. Gut, okay, ich glaube, das war's erstmal. Mal schauen, ich... Tommy? Ach, da ist er. Okay. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Das ist gut. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte sie leben? Na, wir tun es. Gezwungenermaßen, ne? Wir eurem Schutz. Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Das ist auch wieder wahr. Du klingst wie Marlene. Das nehme ich jetzt nicht als Kompliment, aber okay. Oh, Hundi, hallo. Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber oh, ist der süß. Das Süßeste, was ich seit langer Zeit hier gesehen habe. Okay, wir können weiter. Genug Kopf gekrault, ich komme nachher nochmal vorbei. Okay, Lappen. Dann bastel ich mir noch Molly, wenn er schon Lappen und Alk rumliegt. Sehr gut. Du musst ihn nicht anzünden, du musst ihn nicht auspacken. Ja, steck ihn brennend in deine Tasche, das ist eine gute Idee. Wird nichts passieren. Quatsch, was soll passieren? Das Hemd soll abbrennen? Das ist ja lächerlich. Wir glauben, es klappt diesmal. Einfach Zeug vom Tisch klauen und die interessiert es keinen Scheiß. Joink, meins. Ich hab nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Ja. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Brennung. Million, was haben wir denn hier? Keine Eile. Rauchbomben verbessert. Rauch hält 10 Sekunden länger. 10 Sekunden ist einiges. Ich werde mal ganz kurz eure Werkbank hier benutzen. Ich muss mal schauen, was ich dann mittlerweile hier... Okay, hier ist es gut. ...für gute Sachen basteln kann. 175 haben wir.
Könnt mir eine Hälfte für eine zweite Pistole so langsam mal basteln. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Sehr gut. Dann haben wir noch 100. Das hat ein El Diablo. Das hat natürlich nochmal. Au, für die Magazinkapazität brauche ich erstmal Werkzeugstufe. Ich lasse es mal. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo Werkzeug. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich hier irgendwo noch Werkzeug finde und eben Stufe 4 kriege. America, fuck yeah, oder was geht hier? Er wertet um 1 Million. Was, ist die große Frage. Klabusterbären? Okay. Sieht einigermaßen so aus, als wenn ihr wüsstet, was ihr tut sogar. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch halten wir weg. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Es geht los. Das ist was Gutes, oder? Oh yeah! Geschafft, Jungs! Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Wunderbar. Strom. Da siehst du. Ganz schön beeindruckend. Nicht schlecht. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Ja, ab dafür. Wird mal Zeit. Ich komme sofort. Wie gesagt, ich schaue um. Wir schauen mich hier nochmal kurz um. Oh, Riesen-Lego-Stein. Das ist meiner. Das ist die Flasche hier. Funkt das wirklich so, wie ich mir vorgestellt habe? Mit Wasser durchlaufen und so weiter? Das ist das Einzige, wie ich es mir vorstellen kann, dass es funktioniert. Hier noch irgendwas unten. Bevor ich hier auf Nimmerwiedersehen rausgehe. Nahkampfwaffe. Einzelteile, Firefly-Artefakt. Oder ein Anhänger. Ryan Oliviero. Firefly. El Diablo-Munition. Sehr, sehr gut. Und noch Einzelteile. Wunderschön. Es lohnt sich immer wieder bei diesem Spiel einfach mal ein bisschen abseits von dem Pfaden zu laufen und einfach mal gucken, was hier rumliegt. So viel Zeug, was man hier finden kann, einfach nur. Ich bin mir sicher, ich habe nicht mal ansatzweise alles gefunden, aber. Ja, wenn ich nur dem Hauptpfad folgen würde, hätte ich noch um einiges weniger gefunden. Das ist das, was ich damit sagen will. Sehr gut, sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus. Und jetzt lass uns reden. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Huh? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Oh, damn. Du weißt doch noch, wie man Leute umlegt, oder? Holy fuck. Okay. Mist! Räuber! Haltet sie auf! Ah, na wunderbar.
Wow, El Diablo. Holy shit. Autsch. Ja, ihr habt vielleicht ein Aim, Leute. Fuck it, Headshot. Jawohl, das war schön. Das war schon so, wie ich das sehe. Und weiter vorrücken, immer schön Druck machen. Was ist der nächste? Da oben drinne? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Mal ganz kurz schauen. Ah, hier, sehr gut. Meine abgesägte kleine Schrotflinte. Die ist, denke ich mal, auch ziemlich hilfreich im Kampf hier gegen die Typen. Da oben sitzt noch einer rum, so ein Sucker. Jawohl. Und tschüss. Ich hoffe mal, das war's mit dem Typen. Ich glaube ja. Das sah auf jeden Fall gut aus. Das ist die große Frage. Gibt es hier noch irgendwas drin? Gibt es hier einen Weg außenrum? Nicht so... Nein. Okay. Bringt mir nichts, hier durchzulaufen. Shit. Ich hoffe mal, Ellie geht's gut. Ich werde so langsam mal gucken, dass ich ein bisschen vorrücke, nach oben gehe. Der war awesome. Ah, fuck. Was zur Hölle, Mann? Oh Gott, nein. Nicht deinen Bruder verprügeln. Schon okay. Schon in Ordnung. Du musst ihn nicht jetzt verprügeln. Wir können das nachher alles regeln. Au, holy fucking crap, Mann. Das ist ja widerlich. Ich liebe es. Auf wen schießt du? Ich dachte, der gehört zu uns. Oder doch nicht so. Echt einige, die hier rumlatschen von den Typen. Ach. Nein, by the way, 4 ist nicht nachladen. Nein, nein, das ist nicht so. Und tschüss. So, gute Nacht, du Sucker. Au! So, und tschüss. Oh, das ist ein besseres Rohr als ich. Los, schnell zur Brücke! Was haben wir denn hier? Schaltpläne des Kraftwerks. Mal ganz kurz anschauen. Oh, okay. Ja, natürlich. Verstehe ich. Kein Problem, ich habe mir alles gemerkt. Leute? Ah ja, okay. Oh, oh! Hackebeil? Jawohl. Aber volle Kanne Hackebeil für mich. Kann ich das noch upgraden? Warum steht dann. Warum ist da ein Baseballschläger unten drin? Ich lasse es mal ganz kurz. Okay, sonst noch irgendwas? Nicht so wirklich. Doch, hier. Wunderbar. Ich glaube, ich sollte mal darüber gehen, oder? Sollte mal gucken, wo Ellie ist. Shit. Fuck. Aber mittlerweile bandagiert er sich noch recht schnell, muss man sagen. Welche Sucker. Shit! Das war fast ein Headshot. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch absolut nicht. Nicht die Schrotflinte, ich brauche mein Jagdgewehr. Gib Papa sein Jagdgewehr. Wollen wir mal schauen, wer hier zuletzt lacht. So sieht's nämlich aus, Bitch! Au! Fuck! Ich sollte näher rangehen. Das macht mir die Sache um einiges leichter. Ah, komm schon. Das ist genau, dass du dahinter bist. Ist er tot? Jawohl, der eine ist tot. Oh, den hat's. Yes, den hat's erwischt. Wunderschön. Okay. Lass mich vielleicht nochmal zur Schrotflinte wechseln. Der aber auch nicht mehr wirklich viel drin ist. Oh Gott, die sind alle fast leer. Ah, super. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für den normalen Revolver und für meine automatische Pistole, ja. Gott, die Ammo ist so wenig hier gerade. Was? Ist eine Taschenlampe da dran?
Oh, da brennt irgendjemand davon, ja? Ich glaube, die Honks haben sich selber angezündet. Kann das vielleicht sein? Wohin rennt der Typ denn? Wohin rennt dieser verdammte Typ denn? Ist es Tommy? Okay, sehr gut, Tommy. Du deckst irgendwo hin. Ich deck vorne. Oh, fucker. Echt jetzt? Der legt sich mit dem Typ mit der Axt an. Was zur Hölle? Ich geh mal ein Stückchen weiter vor. Oh, netter Schuss. Das war zwar nicht meiner, aber hey. Hauptsache er ist down. Also, jemand, der hier. Oh, fuck, ja, der ist. Bullshit erlebt noch. Oh, der Bullshit erlebt auch noch. Ja. Jesus Christ. Okay, kurz mal ein Medkit herstellen. Da liegt nämlich wieder Alkohol, den ich mitnehmen kann. Bin schon da. Das müssen wir wirklich. Das müssen wir wirklich. Joel, jetzt mach schon. Jetzt mach schon. Raff dich, ich stehe genau neben dir. Okay, sehr gut. Oh, da sind noch mehr. Holy fuck, wie viele sind das denn? Sind nicht irgendwie drei Leute? Da kommen irgendwie 30 Leute einfach mal. Und wollen das verdammte Kraftwerk übernehmen. Oh, da liegt ein bisschen Ammo rum, sehe ich gerade. Wenn mir jemand die Ammo wegjoinkt, dann boxe ich ihn. El Diablo. Das ist, glaube ich, Schrotflinte. Wie ich es auf die Schnelle gesehen habe, hier ist automatische, halbautomatische Waffe. Okay. Wo sind die Ladies denn? Jetzt da vorne rüber oder hier lang? Ich denke mal, in beide Richtungen muss es irgendwie lang gehen. Jagdgewehr haben oder was? Sehr gut. Fuck. Ich weiß nicht genau, ob da rechts einer drin ist. Ich werde es einfach mal riskieren. Um den kümmern sie sich ja auch hoffentlich. Komm ruhig ran, komm ruhig ran. Komm schon. Bam! Der geht nirgendwo mehr ran. Wohin geht er? Nirgendwo. Der lebt noch. Der Motherfucker lebt noch. Oh, komm schon, was zur Hölle? Habe ich dir erst gegen den Helm und dann gegen deine Scheiße. Alter, Alter! Nicht cool! 4 Schuss aus dem Jagdgewehr, du bist schlimmer als ein großer Hirsch. Puh, Dankeschön, wer auch immer das war. Okay, sehr gut. Das war verdammt knapp. Holy shit. Hey Maria. Hey Ellie. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann, sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablegen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Wir sind eh mal an allem schuld, von dem Herr Jupp. Warum auch nicht? Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich hoffe. Ich rede erst mit Ellie.
wird natürlich auch nicht so wirklich glücklich drüber sein. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Dude, what? Wo lang? Komm mit. Ah, shit. Ehrlich, was zur Hölle? Gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Ich muss reiten? Sei vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Da, okay. Da sind Spuren. Na komm. Okay, Leute, ich würde sagen, wir reiten das nächste Mal weiter und hoffen wir, dass wir Ellie einholen. Warum hat sie das gemacht? Verdammt nochmal. Wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein.